Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich etwas vom Linkwood. The Single Malts of Scotland gehört zu Elixir Distilleries, gehört zu The Whiskey Exchange. Wow, habt ihr das verstanden? Also die Jungs vom Whiskey Exchange haben damals die elterliche, das sind glaube ich Inder gewesen oder Pakistanis, haben damals der elterliche Alkoholladen, also ABC-Store, wo ich herkomme, übernommen. Dann sind die in Online-Business eingestiegen und seitdem ging es immer weiter. Ja, also Whiskey Exchange. Die haben auch dann da irgendwie eine Auction, so Plattform. Dann haben sie angefangen, diese Elixirs Distillers, also das heißt Port Askey, verschiedene andere Sachen. Die bauen eine eigene Distillerie momentan auf Eile und solche Sachen. Ach, wow. Also hier, dieser Whisky vom Linkwood. Whisky Base Nummer 187769. So, wir haben einen Whisky, der 11 Jahre alt ist, also am 15. Juni 2009 destilliert, am 25. November 2020, ein bisschen älter, wurde es tatsächlich hier abgefüllt. Es hat ein bisschen gedauert, dass es nach Deutschland kam und da ist die Frage, warum? Brexit? Denn es ist ein Kirsch-Exclusive, Kirsch-Import, yay! Steht ganz groß hier drauf, exclusively bottled for Kirsch-Import, blau. Oh, auf der Rückseite, blau, genau, beide. Also, ob man das verpassen könnte. Fassnummer 694 und hier 230 Flaschen. Viele davon sind in beinahe 20 verschiedenen Online-Shops noch erhältlich. Das Problem, was ich hatte, und ich weiß gar nicht, warum ich die Flasche gekauft habe, ich habe Lingwood gesehen, oh, neu. 62,5% Alkoholgehalt. Also 68, 69,90 €, also sagen wir einfach mal 70 €. Man findet ein, 2 € billiger hier oder da. So, ich und über Whiskys aus Schottland, die etwas jünger sind, über 60%, da mache ich meistens ein No-Go. Aber dieses Mal habe ich hier irgendeinen Fehler gemacht und trotzdem gekauft, ja. Relativ neu, also Juli, also hier in Deutschland angekommen, Kirsch Import und ich finde auch bei Whisky Base nichts. Also eine einzige Person hat einmal abgestimmt, sonst irgendwie liegt diese Flasche wie Blei in den Regalen und ich frage mich ein bisschen warum. Single Malt Scotch Whisky, The Single Malt of Scotland ist der Markenname da drauf, distilled at Linkwood. Und from Speyside, alles andere, ja, Cask Type Barrel. Ich liebe das, also Barrel. Es ist ein Hogshead, es ist ein fünfmal benutztes Hogshead, es ist Natural Color. Please steht da irgendwo drauf, also steht nirgendwo drauf. Wow, ich bin traurig. Ich bin echt traurig, dass es nicht draufsteht. So, the single malt of Scotland is a range of vintage, ba 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 ba. Please save it responsibly. Wow, noch nicht mal Kältefiltration oder Farbstoff wird hier drauf erwähnt. Also, Kirsch, ich glaube, du musst hier, you have to up your game. Man muss sich hier ein kleines bisschen verbessern. Interessanterweise, wenn ich hier mein Büchlein nehme, nicht der von 2021, sondern 2019, ich werde irgendwann ein paar von den alten Dingen nochmal aufkaufen, damit ich immer wieder lesen kann, wie die Information sich über den Jahren hier verändert hat. Bei Linkwood, ich stand schon davor, da habe kein Besucherzentrum. Es war echt interessant, denn es wurde gegründet 1820. Peter Brown hat es gemacht und hat eigene Felder damals bewirtschaftet. Das heißt, das war eine wahre Grain-to-Glass-Distillery, wie überall in Schottland früher. Das ist so. Sein Sohn William Brown hat einfach mal die Distillery erstmal platt gemacht und dann wieder neu aufgebaut und irgendwann kam das in Besitz hier. Ein bisschen später, aber doch in den Besitz vom Diageo und Diageo benutzt es tatsächlich als ein Lead Malt häufig auch denn bei Johnny Walker und so weiter. Dieses Whisky wurde hervorragend damals bezeichnet zum Blenden.
So, die Frage ist, wie produzieren Sie? Haben Sie eine 5-Tage- oder 7-Tage-Schicht? Wenn es die 5-Tage-Schicht ist, produzieren Sie tatsächlich 3,5 Millionen Liter im Jahr. Wenn es die 7-Tage-Schicht ist es 5,6. Also, das ist auch die Frage wegen Fermentierung und so weiter. Also, 12,5 Tonnen kommen in jeder lauteren Maschtonne. Also, das ist schon viel. Das ist ein Drittel von meinem LKW. Ja, natürlich ist Wasser dazu, aber trotzdem, das ist nicht klein, was denn da produziert wird. Gut, ich mache Lingwood. Schauen wir mal, ob ich heute auch Lingwood mache. Mach. Oh, geht. Also, ich habe erwartet, mein Nasenhärchen, absolut abgerissen werden hier vom Alkohol, aber das war nicht der Fall. Und das ist auch gut so. Womit möchte ich es vergleichen? Ich vergleiche immer, das kennt ihr langsam bei mir. Also, ich habe überlegt, was habe ich über 60%, der nicht so alt ist. Da-da-da! Der ist schon ein bisschen älter, muss man schon sagen. Aber das ist hier 200-Euro-Flasche hier vom Heller's Road, 2006. 2 bis 2020, also 18 Jahre alt. Dennoch ist das hier 60,6 Prozent. Also, und das war ein European Exclusive. Ja, man merkt, wie viel ich da geteilt gekriegt habe. Also, falls jemand ein Sample haben möchte, sprich mich mal an und wir machen irgendwas möglich. Zwar nicht. Also nicht umsonst, aber wir schauen mal, was da weggehen kann endlich. Gut, also 200 € hierfür. Okay, gut. Farblich muss ich schon sagen, die 18 Jahre haben den gut getan. Da merkt man schon ein kleines bisschen hier den Unterschied, denn da, also ja, meine Hände sind zwar nicht weiß, aber ihr seht das ein bisschen besser dadurch. So, also 70 € für Linkwood, der 11 Jahre alt ist mit 62,5%. Schauen wir mal, ob ich das hier würdigen kann. Es riecht nach Linkwood für mich. Also es gab hier von North Star ein paar Linkwoods, die ein war nicht so gut, eine war gut. Mit den Worten vom Ralphie, Linkwood ist ein geniales Produkt, allerdings die Fässer machen es aus. Das heißt, wenn man einen schlechten Fass hat, ist das schlecht, ist der Linkwood schlecht. Der Linkwood ist eine für mich eine der filigransten Whiskys überhaupt. Ich habe neulich hier bei Philipp zugehört bei Eye of Spirits und er sprach davon, dass Aaron, irgendein Gast oder er, dass Aaron so filigran wäre. Ich finde Aaron gar nicht so filigran. Aaron drückt schon sein Fußabdruck oder sein Fingerabdruck überall drauf. Das kann ich zumindest für mich behaupten, dass ich das relativ gut erkennen kann. Linkwood allerdings nicht. Der ist sehr fein, sehr filigran, sehr nobel fast, ja. Edel, ja. Tschüss. Wait for it. Okay. Also, mein Mund sagt, das ist ein rein rassiger Vertreter von Linkwood. Konnte natürlich älter sein, aber die 62,5% sind trinkbar, erstaunlicherweise. Entweder bin ich das oder ist der Whisky das. Ich werde dennoch hier mit Wasser schon vom Anfang an arbeiten oder jetzt ab jetzt. Ich werde den erstmal auf 55, 52 reduzieren. Schauen wir mal, was passiert. Oh ja. Man sieht wirklich, dass es ölig ist. Schöne Sache. Also, keine Ahnung, ob ihr das so sieht, dass es ölig ist. Ich habe sowieso nicht. Also, ich kann es nicht so weit kippen. Ja, jetzt ist es weg. Es hat sich wieder alles. Oh ja, also das ist Linkwood pur. Also, liebe Leute, wer gerne den Charakter vom Linkwood probieren möchte, ist diese Flasche hier prädestiniert. Diese Flasche ist absolut genial dafür. Einen Moment, ich probiere nochmal und schau mal. Wow. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor dieser Flasche hier gehabt. Ah, leichte, leichte, bittere Noten hinten raus. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Zuckerwatte hinten raus gehabt, aber naja.
Was ich jetzt tun werde, ist, dieses kleines bisschen hier drin tatsächlich auf ungefähr 25% zu bringen und das nochmal einfach mal für mich zu verkosten. Okay. Schön in der Nase. Gut. Also. Ja, leichte bittere Mandelmoment hinten raus. Okay, wow. Also, ich bin hier ein bisschen hellauf begeistert. Ich schau mal, was die offizielle Tasting Notes sind, zumindest die, die ich finden kann hier online. Ich bin bei Whiskyzone. Aroma, zunächst süß, florale Noten mit der Erinnerung an Eiscreme und gekochten Birnen. Nicht ganz verkehrt. Geschmack cremig und süß auf der Zunge. Startet mit Butterscotch und Vanille, dann würzige mit Eichenholz und Walnüsse. Also ich habe ich habe nicht Walnüsse, ich habe überlegt, ich bin zu Mandeln hingegangen. Aber ja, mittellang und fruchtig mit Noten von Muskat und Cappuccino am Ende. Cappuccino habe ich nicht, aber okay, gut. Auf Kühlfiltrierung und Färbung wurde komplett verzichtet, steht hier bei Whisky Zone. Put it on the bottle. Also tu es auf der Flasche hier. Das ist unser Vertrag mit der Kunde. Ja, es ist viel Platz. Also man könnte echt wunderbar überall das hier draufschreiben. Leider steht es da nicht. Super. Also 3++. Wäre es diese bittere Mandeln oder diesen Walnussmomente nicht da, wäre das ein 2-. 2- minus 3++. Also ich bin begeistert. Schön. Sehr gut. Wäre es diese bittere Mandeln, wäre es ein 2. Ja, wäre das fehlen würde. Preislich 70 € finde ich schon wieder ambitioniert. Also für mich wäre das ein 40, 50 € Flasche. Ja. Gut, was soll ich sagen? Ganz kurz hier. Genau, ich bin dabei, der Alkoholsteuer auszurechnen. 13, 3 mal 0, 6, 2, 5. Das war 62, ja, genau. Okay, mal 0,7. Also durch 7 mal 0,7. Also in dieser Flasche hier ist 5,81 Euro, sagen wir es 5,82 € Alkoholsteuer. Ja, also. So, diese Flasche hat hier gekostet. Also für euch ist unwichtig, aber für mich ist in diesem Moment interessant. So, 19, 3 mal. Und da sind 12 € Mehrwertsteuer in dieser Flasche, ja? Also, Pi mal Daumen, 12 € Mehrwertsteuer, also 8 € irgendwie jetzt hier für Alkoholsteuer. Das ist nicht, du kannst nicht sagen, ich nehme 20 € mehr, weil halt eben mehr Alkohol da drin ist. Das möchte ich einfach so sagen. Ich höre Leute schon sagen, oh, aber da ist es 62,5 statt der normale 52%. Deshalb kann ich mehr Geld nehmen für die Flasche. Von mir aus, ja, aber das macht 1, 2 € pro Flasche aus, nicht 10, 20 € pro Flasche aus. Und das kann man nicht alles 1 zu 1 weitergeben jetzt hier. Gut. Frage des Tages. Was schätzt ihr, wie stark wurde diese Fässern abgefüllt? Also ich glaube nicht an 63,5, ich glaube an 68,5. So, ich glaube nicht 52, es könnte auch irgendwo dazwischen sein. Frage des Tages, wie stark wurde es abgefüllt? Denn in Schottland sinkt der Alkoholgehalt. Steigt nicht. Wir sind nicht in Kentucky, wir sind nicht in Deutschland, wir sind nicht in Indien oder in Taiwan oder sonst wo auf der Welt oder Australien wie hier. Och, der tolle Vanille-Aromen. Das war ein bombastisch guter Whisky. Leider viel zu teuer. Oh, das erinnert mich total an einen guten Grain, den ich mal hatte.
Es ist Single Malt aus Australien. Ölig, gut. Bisschen zu stark bei 60,5%, aber lecker, lecker, lecker. Ja, und vielleicht meine letzte Frage des Tages jetzt hier. Welche Linkwood-Abfüllung bis auf den Flora und Fauna an bis auf, ich glaube, ist der vom Gordon McPhail, ist das nicht wahr? Der 15-Jährige. Könnt ihr einfach vom Linkwood noch empfehlen, ja? Alles Gute euch, Whiskey Jason hier. Diese Flasche wurde gänzlich verteilt durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Diese Flasche steht tatsächlich auf meiner PDF-Sample-Liste unten. Teil werden jetzt hier von meinen Sample-Flaschen ist immer wieder ratsam. Also da könnt ihr einfach da in der Link unten zu der WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe dazu kommen. Ich bedanke mich, dass ihr liked, abonniert und immer wieder teilt. Also immer wieder ein bisschen mitteilt, dass Whisky Jason diese Whisky gut findet. Die schlechten muss ihr nicht teilen, aber die guten könnt ihr gerne teilen. Das hilft ein bisschen. Alles Gute, bis morgen. Ciao.